Hallo Leute, herzlich willkommen zurück in der Wildnis von Wyoming. So, gestern habe ich überhaupt nicht gespielt, war leider zu stark erkältet. Und jetzt hoffe ich mal, weil es macht ja auch nicht so viel Spaß, den ganzen Tag irgendwie sich im Bett auszuruhen, dass ich jetzt ein bisschen spielen kann. Ich denke mal, wir sind vielleicht ungefähr in der Hälfte in der Geschichte von Henry angekommen, weil ich gesehen habe, beim Starten im Steam, dass es insgesamt fünf Errungenschaften oder Achievements, wie man immer so sagt, gibt. Und zwei davon habe ich schon. Jedenfalls, wo waren wir stehen geblieben? Wir sind jetzt auf dem Weg zu diesem Versorgungssammelpunkt, Supply Drop, wo man natürlich Delilah uns gesagt hat, wir sollen natürlich nicht das, was für die anderen Stationen vorhergesehen ist, mitnehmen, alles klar. Also, es ist, glaube ich, jetzt wieder Sonnenuntergang. Genau, hier haben wir es doch. Toro Fair Supply Top. Mal gucken, ob jetzt... Was ist das denn jetzt? Ich dachte, das wurde mittlerweile gefixt. Also jetzt die Karte gar nicht benutzen, ist natürlich geil. Na, das soll mich jetzt auch nicht abhalten. Das soll mich auch nicht abhalten. Ja, am Tag 9 hat uns die leider berichtet, dass die Vermisstenmeldung von den Mädchen über Funk oder über Informationskabelnetzwerk da gekommen ist. Natürlich war ich dazu bereit, da mit der Polizei zu arbeiten. Also ich denke mal schon, dass bei sowas sollte man schon was sagen. Two Forks. Ne, wir nehmen natürlich nur das für uns mit. Alright, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Wow, von Tag 33 springen wir zu Tag 64. You've got a front row seat for what might be the biggest fire of the year. Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Delilah? Flapjack? Maybe we call it the Flapjack Fire. Can you sell that as a name? You really like that, huh? Yeah, I said I did. It's funny. Fair enough. Flapjack Fire it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. Okay. So there's this creek down the hill, and, you know what my favorite thing to do is? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. If I was there with you, I'm sure I would like it a lot. Are you looking at the fire? No, I'm not. You should. Let me know when you are. Okay, I'm looking at it again. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Yeah. I'm glad you're here. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. I wish you were too. We could sit outside. We could talk without these radios. We could, you know. What? What could we do? Well, let me tell you. Wow.
76. Geht ja immer schneller. Was hatten wir eben? 66, glaube ich. You're going fishing without a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. No, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Sure, no problem. Remember me fondly. You are such a drama queen. Ugh, can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah. Okay, suchen, zoomen funktioniert immer noch nicht. Aber wir sehen, wir sind ja auf dem Weg zum Jonesy Lake, wo wir jetzt nach Bärenspuren Ausschau halten sollen. Ja, alles klar, dann packen wir mal den Kompass weg. Also am Tag 9 haben wir gehört, dass Mädchen vermisst worden sind. Dann haben wir einen Sprung gehabt mit Tag 15, wo Henry bzw. wir irgendwie mit Julia geredet haben. Jetzt ist das Spiel gerade wieder abgespeichert. Und Tag 33 war ja eben gerade, wie wir gestartet haben, mit dem Surprise-Trip für Two Forks. Oder zwei Gabeln. Was haben wir denn eigentlich? Ach, das... Ja, irgendwo kriegen wir es ja hin. Warum ist das da unten eigentlich immer noch eingekreist? Wir sollen noch fischen gehen. Unten haben wir immer noch diesen schwarzen Kreis. Okay. Schade, dass ich nicht zoomen kann und dann... Was da steht. Okay, jetzt gehen wir erstmal angeln. Oh, was ist denn hier? Clipboard? Someone left their clipboard out here. Huh. It could have been one of the Fish and Game folks. See if there's a name or a credential or something. I can call it in. Okay. Ja, willst du es dir mal angucken? What the... it's... Holy shit. What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on. Something's out here. Strange. Henry, I'm worried. Was? Ich dachte, wir wollten... You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Also jetzt ist es mit dem Angeln, ist jetzt... Regardless, just let me know, okay, Buckaroo? Oh God, I don't know why I just called you that. Das mit dem... Okay. Das mit den Bärenspuren... Da liegt irgendwas auf dem Boden. I found a walkie-talkie out here, too. Okay. It's going shithouse. Well, get it if you haven't already, and then we'll figure out whose it is. Will do. Oh, fuck! Mann, oh Mann, ey. Henry? Are you there? What happened, Henry? I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. You know, somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you.
Look, I know what I saw. Hey, it was our words with initials for our names, H and D, clear as day. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay. Okay, I'm sorry. I believe you, but that conversation was from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie taking notes and talking to God knows who. Wow. Nein, komm mal auf! Well, you're probably already on your way. Be safe. Ach, jetzt konnte ich keine Antwort geben, Leute. Naja, das wird wahrscheinlich gleich weitergehen. Okay, wir haben eine andere Notiz hier gefunden, die können wir lesen. Ron, got some bad news at back at home, so hopefully they will let me out of here for a while. Who's to say though, butchers being what they are. Did you get my note about what went down in Wapiti? Ah, das ist da, wo wir jetzt unterwegs sind. Sheriff isn't too pleased with me, but I don't know, I probably overdid it. Wish you would have been there, I guess you must have got hung up. Dave. P.S. Amigos is Spanish and Profesionales is Italian. Aha. Und das ist wohl der Weg hier nach Wapiti. Ein Old Sweater von University of Eastern Colorado. The Fourth Estate. Richard Sturgeon. Ich glaube, der Name kommt mir bekannt vor. Aha. Okay. Aber glaube ich, klar, das schmeißt da alles irgendwo hin. Schmeißt das wenigstens wieder rein. Alles klar, Leute. Ich denke mal, das war schon cool, das hier zu finden. Weil jetzt können wir sehen, das ist wohl Wapiti. Ich kann ja nicht reinzoomen und es lesen. Also, ich denke mal, wenn wir jetzt einfach hier so in Richtung Osten gehen und dann nach Norden einschlagen, beziehungsweise nach links uns orientieren gleich, sind wir auf dem Wapiti-Pfad. War da eben irgendwas? Ach, hier. Ich denke mal, das ist cool hier. Ich denke mal, das ist cool. Ja, und am Tag 33, beziehungsweise am Abend, haben wir Henry und Delilah haben ja schon sehr vertraut miteinander gesprochen, dass sie sich ja gerne auch mal sehen würden, was man ja eigentlich auch absolut nachvollziehen kann, ja. Auch wenn man jetzt nicht gleich die ultra-romantischen Gefühle auspackt. Ja, die ganze Zeit mit jemandem reden, der am Ende doch nicht so weit entfernt ist. Ich meine, 5 Meilen. Ich glaube, 1 Meile sind 2/3 Kilometer. Also sind es wohl so 3 Kilometer. Ist ja auch nicht so weit. Tag 33 und dann, bumm, auf einmal haben wir Tag 66, also wieder ein Monat. Okay, I'm at the fence. I don't see anyone around, but I'm not sure I can get past it. How big is it? Big. It goes off in both directions, acres. But what the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. We'll see what you can do to get past it. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Also irgendwie gibt's doch hier, hier hört man auf jeden Fall den Zaun ein bisschen rattern oder so. Das tut er wohl über die ganze Länge hinweg. So, wir sollen durch diesen Zaun. Weil das der Weg ist, der zu diesem Wapiti führt. Einen anderen Weg gibt's wohl nicht, weil wir kennen ja auch die andere Ecke vom Zaun. Dass es hier so ein schwarzes Ding ist. Also ich kann ja leider nicht reinzoomen in die Karte. Aber bisher kommen wir auch vollkommen zurecht. Das passt schon. Ach, hier ist... And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Wie gesagt, wir können auch mit der Kamera schöne Fotos machen und man kann die sogar dann ausdrucken. 18 Code. 18 US Code, Paragraph 18
63. Passiert hier irgendwas, oder? Okay. I've given it the good college try. No dice. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Okay. Probieren wir es nochmal mit dem zweiten Stein. Nö. Das soll wohl nicht so funktionieren. Was ist denn hier? Das sieht ja nicht unbedingt gefällt aus. Look for controlled burn south of Ruby River. Ruby River. Wow. Das ist ja ganz woanders. Das ist ja hier Ruby River. Im Süden von Ruby River, Leute. Das kann ich ganz im Südosten auf der Karte in der absolut letzten Ecke erkennen. Das heißt, wir müssen volle Kanne mal zeigen, wie wir es hier drauf haben als Brandwächter. Ja gut. Soweit so gut. Dann laufen wir uns einfach wieder zurück. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht ganz ohne die ein oder andere Vorkommnisse ablaufen wird, weil das ist ein ganz schöner Weg. War ja ein bisschen langweilig, oder? Das Spiel springt ja geradezu. Ich meine, was haben wir jetzt? Tag 76, glaube ich? Ich habe das doch schon wieder. Könnte ich hier drüber springen? Wo ist das denn? Nach Richtung Westen? Nee, sieht nicht danach aus. Aber wir können ja anfangen zu sprinten. Ich habe auch eine Sache gesehen, hat mich mal interessiert, weil ich gesehen habe, dass das am Tag 2 passiert. Dass es gibt da irgendwie auf dem Weg... Wo waren wir denn da überhaupt nochmal auf dem Weg? Ja, auf dem Weg zum Zaun war das irgendwie. Wo wir Richtung Norden gelaufen sind. Da gabelt sich ja der Weg um einiges. Das ist hier oben rechts auf der Karte. Und wenn man da irgendwie einen rechten Pfad nimmt, habe ich gelesen, weil das ist dann so ein, ist dann nur so ein Bild gewesen mit einer Schildkröte. Da habe ich mich interessiert, okay, Schildkröte, wo gibt es denn hier eine Schildkröte? Ah, ich komme dann, glaube ich, mal hier lang. Nicht am Fluss entlang. Und da kann man quasi sich eine Schildkröte anlachen, ja. Macht zwar nicht viel, aber anscheinend steckt man sich dann die Schildkröte in einen Rucksack oder so. Und hat die als Haustier dabei. Ah, das ist halt das Ding, ey. Da hast du so viele verschiedene Wege und dann entscheidest du dich für einen und dann bam. Am Ende wäre es ja schon lustig gewesen, diese kleine Erfahrung zu machen. Wow. Aber das ist auf jeden Fall jetzt ein krasser Weg, aber wenn wir jetzt hier uns einen absprinten. Auf jeden Fall muss ich schon sagen, dass Henry ziemlich cool bleibt. Und er erwähnt ja auch, dass er jetzt zum Beispiel mit Delilah viel reden würde und mit den anderen Lookouts oder Lookout. I'm wandering around east of the lake. Which way is Ruby River? It's in the southeast corner of your map. The scout camp where the firefighters were staged should be on your map. It looks like a little triangle with a flat bottom. Yeah, it looks like a tent. How did I never see that before? Looks like a triangle with a button. Was für ein Dreieck hat die jetzt gemeint? Ich muss auf jeden Fall einen ganz anderen Weg finden dahin. Ich denke mal, wenn wir jetzt, wo sollte ich jetzt am besten hinlaufen? Ich würde mal Osten vorschlagen. Ja, definitiv würde ich jetzt Osten vorschlagen. Komm, packen wir das mal weg. Ich würde mal Osten vorschlagen, dass wir von dem Two Forks... Okay, hier könnten wir jetzt wieder runtergehen. Und das würde uns ja eigentlich dann dahin bringen. Ich kann ja auch nicht reinzoomen. Die hat ja auch irgendwas mit einem... Okay, das eine sieht aus wie so ein Zelt.
Ich glaube, dahin müssen wir gehen. Ja. Was heißt wir? Hey, I called around. Things seem normal with everyone else.